Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Season 4 ist heute gestartet. Ich komme gerade aus einem verrückten 12-Stunden-Stream. Da wird es bestimmt die nächsten Tage auch nochmal ein paar Infos zu geben. Aber ich sag nur, Höllenflut ist komplett verrückt. Wir haben uns teilweise gewünscht, dass mal ein bisschen Pause ist, weil so viele Gegner waren. Aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es darum, um Tyraels Macht. Ich habe euch ja versprochen, das ist das allererste, was ich mir angucke. Und das will ich mir unbedingt mit euch als erstes angucken, weil das natürlich ein neues Uber-Unique ist, was eventuell auch später in Builds reinkommen könnte. Und da will ich natürlich wissen, wie gut oder schlecht ist das? Und dafür gehe ich hier zum Alchemisten mit meinen Funken. Wer das noch nicht weiß, ihr könnt seit neuestem mit Funken, mit prächtigen Funken, euch Uber-Unix hier craften. Funken bekommt ihr, indem ihr entweder andere Uber-Unix zerstört beim Schmied oder durch verschiedene Aufgaben in der Welt. Das ist zum Beispiel ein Level 200er Boss besiegen oder Uber-Level besiegen. Und so bekommt ihr diese Funken. Wie ihr hier gerade seht, habe ich fünf. Und vier Stück braucht man, um einen Uber-Unique zu erstellen. Und ich würde hier gerne einmal Tyraels Macht erstellen. Das kostet übrigens auch 50 Millionen Gold. Die habe ich zum Glück. Und einmal, das würde ich gerne machen. Und das Ganze benötigt auch nur Stufe 35. Das ist sehr cool. Ziehen wir einmal an. Und dann mache ich den natürlich. Ich wollte gerade sagen, level ich den noch schnell hoch, aber mit dem Vollenden geht das ja nicht mehr. Würde schon gehen, aber so weit sind wir hier gerade nicht. Und darum geht es auch gerade nicht. Und jetzt gehe ich mal eben mit meinem Jäger in die Trainingshalle und dann werden wir mal sehen, was Tyraels Macht kann. Und natürlich gucken wir uns auch die Affixe an und auch ganz genau den Effekt. Ich finde, Tyraels Macht eine sehr coole Ergänzung zu den Uber-Unique-Line-Up. Eine Brust hatten wir noch nicht. Ist wie ein Item oder ein Uber-Unique, was man auf jedem Charakter finden kann und meiner Meinung nach so gut wie auf jedem Build spielen kann. Bevor wir jetzt angreifen, gucken wir uns mal eben an, was er kann. 18 zu alle Werte, 5 maximale Widerstände gegen alle Schadensarten, 11 Widerstand gegen alle Schadensarten erhöht und nochmal 10% Schadensreduktion. Ganz wichtig, wenn ihr Tyraels Macht bei Duriel oder Andariel oder bei einem anderen Boss oder in der Overworld findet, habt ihr auch die Möglichkeit, das Ding in Shiny mit Greater Affixen zu finden. Dann kriegt ihr dieses eine Symbol und dann kann einer dieser Affixe oder sogar zwei oder sogar drei Stück einen 150% Boost haben. Das wäre zum Beispiel ganz interessant bei den maximalen Widerständen gegen alle Schadensarten. Wenn ihr da einen 150% Boost habt, wärt ihr bei 7,5%. Und wenn ihr dann darauf die komplette Vollendung habt, könntet ihr eure maximalen Widerstände hier auf über 80 bringen. Und das ist natürlich ein extrem geiler defensiver Boost. Genau, und den Aspekt gucken wir uns auch nochmal an. Während ihr über volles Leben verfügt, wird ein göttliches Speerfeuer entfesselt, das 2406 Schaden verursacht. Ist also auf jeden Fall interessant für Builds, die immer über Full Life verfügen. Für meinen Barbaren, für meinen Druiden vielleicht ganz spannend. Und ja, wenn wir jetzt hier angreifen, dann habt ihr halt immer diesen Effekt. Und das ist halt wirklich, ja, wie soll ich sagen, ist einfach. Ja, es ist broken. jetzt nicht der Schaden unbedingt. Der Build hier aktuell ist irrelevant. Aber der Effekt ist natürlich richtig, richtig cool. Und wenn man jetzt überlegt, man würde extrem auf Attack Speed gehen, also beim Tornado-Build auf meinem Druiden, könnte das ganz schön böse werden. Also sehr, sehr krass. Ja, was sagt ihr? Findet ihr den. Ja, Tyraels Macht ist für mich aktuell, glaube ich, das geilste Uber-Unique, wenn ihr mich fragt. Macht natürlich nicht extrem viel Schaden, aber gerade gegen diese kleinen Mobs, ihr kennt das vielleicht, die so links und rechts ein bisschen neben den Elite stehen, kann der richtig reinhauen. Finde ich sehr, sehr cool. Holt euch den, könnt ihr mit prächtigen Funken euch holen, im Eternal sowieso und in der Season, wenn ihr einen 200er Boss besiegt, kriegt ihr einen prächtigen Funken. Wenn ihr Uberlit besiegt, kriegt ihr einen prächtigen Funken. Wenn ihr die Season Journey komplett abschließt, kriegt ihr einen prächtigen Funken. Und dann müsst ihr noch einen Uber-Unique finden. Das geht ab Gegnerstufe 55 werden Uber-Uniques von denen fallen gelassen. Wenn ihr da ein bisschen Glück habt oder halt von den Endbossen bzw. von
Duriel und an Dariel. Wünsche ich euch ganz viel Glück. Drücke euch die Daumen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr Tyrael's Macht findet. Finde ich sehr cool. Und versprochen, wenn für mich ein bisschen mehr Zeit über ist, dann gibt es auch noch viel, viel, viel mehr Informationen zu Season 4. Ich habe meine ersten paar Stunden aufgenommen. Ich bin insgesamt in 3 Stunden auf Weltstufe 4 gekommen. Und über Level 60. Also wirklich verrückt. Ich kann euch das einmal zeigen. Das ging so unfassbar schnell mit dem Tornado-Bild, habe ich jetzt gemacht, Level 63 und schon Weltstufe 4. Aber da wird es nochmal ein extra Video zu geben, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Auf jeden Fall Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.